sehr geehrte Frau Schwering, liebe Damen und Herren vom Förderverein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst einmal danke ich mir sehr herzlich für die Einladung zur Jubiläumsfeier heute 10 Jahre Förderverein. Das ist ja schon was und bin der Einladung selbstverständlich auch gerne gefolgt. Denn es gibt zwei Dinge, die man tun muss. Einmal zu gratulieren und andererseits Dank zu sagen. Ich gratuliere der Lydia-Gemeinde, dass sie einen so engagierten Förderverein hat. Denn ich glaube, solche Fördervereine helfen sehr, die Arbeit durchzuführen, die man als Gemeinde selber gar nicht so leisten kann. Dafür braucht man dafür Hilfe und Unterstützung. Ich gratuliere dem Förderverein dazu, dass er 10 Jahre schon geschafft hat. Und ich hoffe sehr darauf, dass es viele weitere Jahre werden. Wir haben vorhin gehört, dass man eine Saat ausbringt, in der Hoffnung, dass die Saat auch gedeiht. Schauen wir uns ein bisschen auf den Boden hier. Ich hoffe nicht, dass das die Quote ist. Ich bin aber überzeugt, dass das nicht so ist, dass die Quote sehr viel größer sein wird. Wo anders als bei Kindern und Jugendlichen kann man Zeit und Arbeit investieren? Das ist das, was die Zukunft ausmacht. Unsere Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft. Und wir müssen helfen, dass die jungen Menschen einen Weg finden, der für alle tragbar ist, für alle gut ist. Ganz besonders in der jetzigen Zeit, wo man immer über Frieden und Freiheit spricht und man sieht, dass das nicht überall gewährt ist. Da kann man nur hoffen, dass bei den Jugendlichen, wie bei Kindern und Jugendlichen, genau diese Botschaft ankommt, dass man Zusammenleben nur in Frieden und Freiheit garantieren kann. Und das geht nicht. Insofern danke ich dem Förderverein sehr herzlich für seine Arbeit und hoffe sehr, dass Sie diese Arbeit noch lange, lange Jahre fortsetzen können. Und ich weiß, wie schwierig Ehrenamt ist und wie aufwendig Ehrenamt ist, umso besser, dass es viele Menschen gibt, die da sich beteiligen. Herzlichen Dank nochmal, herzliche Gratulation und alles Gute. Vielen Dank. Der Lydia-Gemeinde. Und auch da möchte ich gratulieren, stellvertretend für den Verein, möchte ich dir, liebe Ute, einen guten Wunsch ausreichen. Herzlichen Dank. Sehr schön. Unterstützt und ich möchte ein paar nur andeuten. Busfahrten zu den Konfirmationswochenenden werden finanziert, Ausflüge für Familien, aber auch Bibeln werden an die Konfis verschenkt. Das wäre ohne den Förderverein so nicht möglich. Ich möchte auch daran erinnern, dass der Förderverein bei den Familientagen der Städteregion einen Stand mit Bastelangeboten bestückt hat und da tätig war. Und genauso erinnere ich mich an die leckeren Waffeln an unseren Gemeindefesten. Und von daher aus dem Gemeindeleben ist der Förderverein eben nicht wegzudenken und die Früchte des Fördervereins sind zahlreich und hilfreich. Und wir, wie gesagt, als Presbyterium sind halt so dankbar, dass es diese Idee damals gab, diesen Förderverein zu gründen und dass die Idee gut war. Und Gott sei Dank ist sie auf fruchtbaren Boden gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Und wie auf allen Geburtstagen ist es üblich, dem Geburtstagskind ein langes und erfülltes Leben und Gottes Segen zu wünschen. Ich bin ganz gerührt. Vielen, vielen Dank. Dank der Gemeinde, dem Presbyterium sozusagen, stellvertretend an dich, liebe Götter. Danke an die Gemeinde, vielen Dank für die Blumen. Ich bin ja vielleicht jetzt nicht allen hier bekannt, Mutter von Kessen ist mein Name. Ich bin im Moment Vorsitzende des Fördervereins, ich war auch Gründungsmitglied. Und ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz euch auch ganz herzlich danken für die Vorbereitung des Gottesdienstes heute, der dem Pfingstfest gilt, aber auch dem Geburtstag, dem Jubiläum unseres Fördervereins. Ganz herzlichen Dank allen, die vorbereitet haben. Liebke Duro und Britta stellvertretend für alle, die beteiligt waren. Vielen Dank für die Musik. Wir haben jetzt im Rahmen der Vorbereitung des heutigen Jubiläums natürlich auch nochmal 10 Jahre zurückgedacht. Und dieser Abend, an dem ich den Anruf bekam
vom Ritter Rosen: Uta, wir sitzen hier zu sechs, wir wollen den Förderverein gründen. Kannst du nicht noch kommen? Denn wir müssen sieben sein, die werde ich nicht vergessen. Und so haben wir dann an diesem Abend, wir saßen nach vorne im Foyer, haben diesen Förderverein gegründet. Waren alle, so wie du es gerade beschrieben hast, wir wussten nicht genau, wohin die Reise geht. Wir hatten alle nicht sehr viel Erfahrung im Gründen von Vereinen. Aber ich meine, jetzt in der Rückschau, wir können sehr zufrieden sein. Wir haben viele wunderschöne Projekte gefördert in der Gemeinde, in der Kinder- und Jugendarbeit. Ich freue mich wahnsinnig, dass Annette Fenkenkrieger auch heute hier ist. Und wir drei sind ja diejenigen, die damals auch hier waren am Tag der Gründung. Und die anderen sind dazugekommen. Von Herzen danke ich auch allen anderen Vorstandsmitgliedern, die teilweise zeitweilig Vorstand waren und dann wieder andere Aufgaben übernommen und heute noch im Vorstand sind. Wir haben viele Sitzungen. Vielen Dank für die Kreativität, das Mitdenken, das Mittun. Und immer wieder mit neuen Ideen kommen, wie wir die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde fördern können. Und natürlich, das darf eigentlich nicht an letzter Stelle stehen, ganz herzlichen Dank der Gemeinde, den Mitgliedern des Fördervereins für die Unterstützung 10 Jahre lang. Ohne diese Hilfe und Unterstützung wäre unsere Arbeit definitiv nicht möglich. Jetzt würde ich auch vorschlagen, dass wir an dieser Stelle jetzt einen Punkt setzen. Vielen Dank für das Grußwort auch Ihnen. Die Stadtherzogenrat hat mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt raus. Wir trinken ein Glas Sekt, stoßen auf den Förderverein an und genießen den Kuchen. Vielen Dank. Vergessen Sie nicht, diese Saatkugeln aufzunehmen und Weide zu streuen. Steht da so ein bisschen drauf, wie man damit umgehen soll? Also man kann die...